Heute haben wir eine PlayStation 5. Sie hat keine Bildausgabe. Machen wir sie auf und schauen nach. Zuerst kontrollieren wir die Verbindung zum Board, ob irgendwas gerissen ist. Nein, alles fest. Kontrollieren wir den Port auf Kurzschlüsse. Hier haben wir definitiv einen Masseschluss. Ja, der darf nicht sein. Testen wir im Diodenmodus über die Filter. Der Wert ist okay, das ist der Masseschluss. Und die anderen Lines geben wir gar keine Werte aus. Es wird der HDMI-IC sein. Tauschen wir ihn aus. Ich arbeite hier zusätzlich mit Unterhitze. Das erleichtert die Arbeit ungemein und es schont die Komponenten außenrum. Verursachte Schönheitsfehler beseitigen. Der Cup hat sich von selber korrigiert. Frisches Lot auf die Kontaktflächen auftragen.
Der sitzt schon perfekt. Jetzt einmal richtig fixieren. Kurz halten, das Lot anziehen lassen. Fertig. Verbindungspunkte nacharbeiten, damit auch 100% Kontakt besteht.